Hallo zusammen, ich habe hier einen kleinen Kühlschrankkompressor, der ist also aus einem Standardkühlschrank ausgebaut worden und die haben wir so am Lager. Warum kommen wir zu diesen Kompressoren? Wir kaufen ganz normale Haushaltsgeräte zu und bauen die dann um zu Solarkühlschränken beispielsweise. Also ich habe den Katalog, den verlinke ich euch natürlich unten. Da ist zum Beispiel der WL91. Der WL91, dieser Kühlschrank läuft auf 12 Volt, ist ausgelegt für 12 Volt, aber ursprünglich ist das ein Standardkühlschrank, ein Standard-Haushaltskühlschrank. Da mache ich euch ein Video dann über diesen Kühlschrank hier, verlinke ich den in der Endcard. Diesen Kompressor bauen wir aus diesem Kühlschrank aus und bauen einen 12 Volt Kompressor in den Kühlschrank ein. So haben wir diese Kompressoren hier. Das heißt, wir haben hier immer drei Anschlüsse am Kompressor. Wir haben das dünne Rohr, das ist das hier. Da ist die Druckseite. Da erzeugt der Kompressor bis zu 30 Bar. Und dann haben wir eine Saugseite. Also hier geht das Gas rein. Hier könnten wir das als Vakuumpumpe verwenden. Nicht ganz Vakuum, aber schon relativ gut. Und hier haben wir einen zweiten Anschluss, hier ist meistens ein Füllanschluss montiert, aber der Eingang und der Eingang sind die gleichen. Das ist ein WV35TY, ist ein chinesischer Kompressor, R600. Wir haben hier noch den Stecker dran, einen Schuko-Stecker und hier ein Kondensator für den Betrieb. Und wenn wir hier dann reinschauen in diese Elektrik, wir schrauben den auf, hier haben wir noch ein Kabel, was wir abschneiden. Und zwar haben wir hier ein blaues Kabel für einen Nullleiter, also dieses Kabel geht in den Kühlschrank rein. Der Nullleiter, der in den Kühlschrank reingeht, blau, brauchen wir fürs Licht oder eventuell auch für die Stromversorgung einen Neutralleiter für den Thermostaten. Dann haben wir ein Erdungskabel, grün-gelb, das ist die Erde für das Erden vom Gehäuse. Dann haben wir das braune Kabel, das ist eigentlich eine Phase, die direkt vom Stecker in die Steuerung geht. Und dann haben wir ein Kabel zurück, das ist bei den Chinesen ist das ein weißes Kabel, bei den Europäern ist es ein schwarzes Kabel, aber in dem Fall, bei diesem Kompressor hier, ist es weiß. Und dass wir den Kompressor hier einstecken können und laufen lassen können, müssen wir einfach entweder umhängen oder das weiße und das braune Kabel miteinander verbinden. Das wird bei uns einfachheitshalber in der Montage einfach abgeschnitten. Ihr dürft den Kompressor, so wie er hier steht, nicht betreiben. Ihr müsst zuerst diese Ventile diese Rohre aufmachen, die hier zugelötet sind, dass er trocken bleibt, beziehungsweise der Kompressor hat Öl drin, dass das Öl nicht ausläuft. Dieser Kompressor jetzt hier, der 35YT, der reicht so bis Volumen bis 100 Liter Kühlschrank. Also wenn ihr so einen Kühlschrank habt, das selber wechseln ist ein anderes Thema. Hier spreche ich eher Kältetechniker an, die so einen Kompressor brauchen. Wir verkaufen die Kompressoren ab 50 Franken runter. Teilweise haben wir sie bei eBay Deutschland drin. Ich verlinke euch unten natürlich das Datenblatt vom Kompressor. Hier oben mache ich euch in der Endcard einen Link von diesem Kühlschrank, den wir ausbauen. Und hier noch einen anderen Kompressor, den wir auch ausbauen aus anderen Geräten. Ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst mir mal wieder ein Abo hier.